In Wien dreht sich alles um Sissi und Franzl. Es gibt Museen, Souvenirs, Tassen, sogar Süßigkeiten mit den Bildern von den beiden. Aber für all das müsst ihr bezahlen. Wir sehen uns deshalb heute in diesem Video an, wo ihr auf Sissis Spuren wandeln könnt, ohne einen Euro zu bezahlen. In der Videobeschreibung findet ihr die Zeitangaben, wann welche Orte in diesem Video vorkommen. Hi, ich bin Grete, ich bin Fremdenführerin in Wien und ich mache Videos für Wien-Besucher. Abonnier den Kanal und folge mir auf Instagram, um keinen Insider-Tipp für deinen Wien-Besuch zu verpassen. Bevor wir uns auf Sissis Spuren begeben, hier ein kurzer Überblick über ihr bewegtes Leben. Elisabeth, so hieß Sissi in Wirklichkeit, lernte mit nur 15 Jahren den Kaiser von Österreich kennen, Franz Josef. Eigentlich war ihre Schwester Helene als Braut für den Kaiser vorgesehen, aber Franz Josef verliebte sich in die blutjunge Elisabeth und es wurde geheiratet. Elisabeth fiel es schwer, sich an das strenge Hofprotokoll in Wien anzupassen, war sie doch ein freieres Leben aus ihrer Kindheit in Bayern gewöhnt. Je älter sie wurde, umso mehr brach sie aus ihrer Rolle aus. Sie begab sich auf ausgedehnte Reisen und war nur noch relativ selten in Wien. 1889 trifft Elisabeth ein schwerer Schicksalsschlag. Ihr Sohn, Kronprinz Rudolf, begeht Selbstmord. Elisabeth trägt danach nur noch schwarz. Und auch ihr eigener Tod ist tragisch. 1898 wird sie von einem Anarchisten in Genf ermordet. Heute erinnern wir uns an Sissi als schöne junge Frau. Sie war sportlich, achtete auf ihre schlanke Linie und pflegte ihr langes Haar in aufwendigen Prozeduren. Im Alter ließ sich sie nicht mehr fotografieren und schützte ihr Gesicht mit Fächern und Schirmen vor neugierigen Blicken. Übrigens, ich arbeite gerade an einem Video zu Sissis Schönheitspflege. Am besten abonniert ihr den Kanal, um es nicht zu verpassen. Und sobald es fertig ist, verlinke ich es hier. Viele von euch kennen Elisabeth wahrscheinlich aus den kitschig-süßen Filmen aus den 50ern. Wir schauen uns heute gemeinsam an, wo Elisabeth tatsächlich unterwegs war und wo ihr völlig kostenlos auf ihren Spuren wandeln könnt. Los geht's! Die Augustinerkirche. Die Hochzeit zwischen Elisabeth und Franz Josef galt als Hochzeit des Jahrhunderts. Sie fand hier in der Augustinerkirche am 24. April 1854 um 19 Uhr statt. Anwesend waren die engste Familie, der Hofstaat sowie 70 Kardinäle, Bischöfe und Prälaten. Die Kirche selber war mit 15.000 Kerzen beleuchtet. Elisabeth trug ein Schleppenkleid und einen Mantel, beides mit Gold und Silber bestickt, dazu ein Diadem, das bereits ihre Schwiegermutter, Erzherzogin Sophie, zu ihrer eigenen Hochzeit getragen hatte, und über die Schultern der Braut wallte ein Spitzenschleier und die Brust schmückte ein frischer Rosenstrauß. Wenn ihr die Kirche besuchen möchtet, könnt ihr das völlig kostenlos tun. Der Eingang erfolgt vom Josefsplatz und ist mit goldenen Buchstaben beschriftet. Der Kaiser und die Kaiserin hatten mehrere Anwesen. Die Hofburg war am Anfang ihrer Ehe der Hauptwohnsitz im Winter. Innerhalb des riesigen Hofburgkomplexes in Wien zogen sie auch mehrmals um. Ihre Apartments in diesem Teil der Hofburg bezog Elisabeth Ende der 1850er. Der Grund dafür ist jedoch tragisch. Ihre Tochter Sophie starb mit nur 2 Jahren und ihre alten Wohnräume erinnerten sie schmerzhaft an das verstorbene Mädchen. Je älter Sissi wurde, umso weniger Zeit verbrachte sie in Wien. Das Hofprotokoll engte sie ein und sie begab sich auf ausgedehnte Reisen. Die Kaiser-Apartments kann man übrigens auch besichtigen. Nachdem das aber Eintritt kostet, machen wir mit einem Schaufensterbummel weiter. Wir beginnen mit dem Schaufensterbummel bei der Konditorei Demel. Der Zuckerbäcker belieferte den Wiener Hof schon zu Kaiserszeiten. Daher steht auch K&K im Firmennamen. Es steht für kaiserlich und königlich. Das Geschäft ist nur wenige Schritte von der Hofburg entfernt, was dem Business natürlich sehr zuträglich war. Sissi, die stets auf ihre schlanke Linie achtete, gönnte sich gerne das Veilchen-Sorbet und kandierte Veilchen. Beides hat Demel noch heute im Programm. Vielleicht wirfst du auch durch die Auslage einen Blick ins Innere der Konditorei. Die Ausstattung erinnert noch heute an den Flair der Monarchie. Übrigens, zum Demel und seiner Sachertorte habe ich bereits ein Video gemacht. Ich verlinke es gleich hier. Und wir machen mit dem Window-Shopping gleich weiter. Hat der Demel vielleicht noch zu einem süßen Impulskauf eingeladen, wäre das bei unserem nächsten Stopp schon etwas kostspieliger. Wir besuchen den Juwelier Köchert.
Auf diesem berühmten Porträt trägt die Kaiserin Brillantsterne im Haar, die von diesem Juwelier kreiert wurden. Sissi besaß 27 dieser Diamantsterne. Sie waren multifunktional. Sie konnten nämlich als Collier, Diadem, Anhänger, Brosche und Haarschmuck getragen werden. Viele dieser Sterne verschenkte Sissi an ihre Hofdamen. Der Juwelier Köchert hat die berühmten Sterne nach Originalentwürfen wieder aufgelegt und sie können in seinem Geschäft, 10 Minuten von der Hofburg entfernt, erworben werden. Die Preise für die Sterne fangen bei ca. 13.500 Euro an. Es gibt aber auch einfachere Ausführungen in Form von Ohrsteckern oder Anhängern. Da seid ihr bereits mit ein paar hundert Euro mit dabei. Schloss Schönbrunn. Schloss Schönbrunn war die Sommerresidenz des jungen Ehepaares. Elisabeths Apartments umfassten mehrere Räume hier im ersten Stock. In unmittelbarer Nähe ihrer Apartments befindet sich die Winterreitschule. Darin wurde für Elisabeth eine Manege eingebaut, wo sie Dressurreiten trainierte. Die Apartments und die Winterreitschule, heute heißt die Wagenburg, könnt ihr auch innen besichtigen. Das kostet aber in beiden Fällen etwas, deswegen sehen wir uns den Schlosspark an, den ihr völlig kostenlos besuchen könnt. Das Schloss Schönbrunn ist nämlich von einem sehr großen Park umgeben. Der war auch schon zu Sissis Zeiten öffentlich zugänglich. Elisabeth war passionierte Reiterin und galt als eine der besten ihrer Zeit. In den abgelegenen Teilen des Schönbrunner Parks ritt sie gerne aus, oft in Begleitung ihrer Hunde. Auch heute spazieren die Wiener gerne durch diesen weitläufigen Park, der sich im Sommer in ein wahres Blumenmeer verwandelt. Ein Besuch ist übrigens völlig kostenlos. Nur in einigen Spezialgärten müsst ihr Eintritt zahlen. Nachdem der öffentlich zugängliche Teil aber bereits riesengroß und wunderschön ist, kann man aus meiner Sicht diese bezahlten Bereiche auslassen. Persönlich mag ich, wie Sissi, die ruhigeren, bewaldeten Ecken. Ich setze mich da gerne mit einem Buch hin und entspanne. Was würdet ihr denn für euren Besuch im Schlosspark Schönbrunn mitnehmen? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Der Leinzer Tiergarten und die Hermesvilla. Sissi nannte die Hermesvilla das Schloss der Träume. In den 1880ern ließ sie Kaiser Franz Josef bauen und schenkte sie Elisabeth in der Hoffnung, dass sie mehr Zeit in Wien verbringen möge. Das Anwesen lag damals nämlich noch außerhalb der Stadt und weit weg von der Hofburg mit ihrem strengen Protokoll. Und tatsächlich, bis zu ihrem Tod verbrachte Elisabeth jedes Jahr zumindest ein paar Tage hier. Die Villa kann besichtigt werden, nachdem das aber Eintritt kostet, sehen wir uns heute im Park um. Das Schloss hieß übrigens zunächst Waldruh. 1888 wurde vor dem Gebäude eine weiße Hermesstatue aufgestellt, nach der die Villa heute benannt ist. Der Park heißt Leinzer Tiergarten und in der warmen Jahreszeit wirkt er wie ein üppiger grüner Wald. War er zu Kaiserszeiten noch ein privates Jagdgebiet, ist er heute für die Öffentlichkeit völlig kostenlos zugänglich. Elisabeth schätzte diesen, weil sie hier ihrer Leidenschaft, dem Reiten, nachkommen konnte. Es wurden sogar Wege geebnet, damit ihre Pferde nicht stolpern und ihre blaublütige Reiterin abwerfen konnten. Als nächstes gedenken wir der Kaiserin still in der Kapuzinerkirche. Elisabeths Leben war voller Dramatik. Und so war auch ihr Tod. Am 10. September 1898 wird Elisabeth in Genf vom italienischen Anarchisten Luigi Lucchini ermordet. Ihr Körper wird nach Wien überstellt und der Trauergottesdienst fand in der Kapuzinerkirche statt. Von ihrem Begräbnis heißt es, die Kapuzinerkirche sei nicht imstande gewesen, all die Menschen zu fassen, die sich drängten, um der edlen Frau die letzte Ehre zu erweisen. Die Kapuzinerkirche könnt ihr kostenlos besuchen. Begraben ist Elisabeth allerdings in der benachbarten Kapuzinergruft. Hier kostet der Eintritt 8 Euro für Erwachsene. Kaiser Franz Josef traf der Tod Elisabeths schwer. Ihr zu Ehren beauftragte er ein Denkmal im Volksgarten. Den Standort hat Kaiser Franz Josef persönlich bestimmt. Und Elisabeth wäre mit diesem etwas versteckten Plätzchen sicherlich einverstanden gewesen. Betreten Sie das Denkmal am besten von der Seite des Ballhausplatzes. Denn die Anlage ist eine Gesamtkomposition und ihre Schönheit erschließt sich am besten, wenn man von dieser Seite auf die Statue der Kaiserin zuschreitet. Der Bildhauer umgibt die 2,5 Meter hohe Marmorfigur mit Dingen, die Elisabeth im Leben wichtig waren.
Sie schrieb gerne Gedichte, daher ein aufgeschlagenes Buch und sie liebte Hunde. Und auch hier liegen ihr diese treu zu Füßen. Der Bildhauer Hans Bitterlich modellierte die Statue übrigens nach Bildern. Allen voran diesem Lieblingsbild des Kaisers. Persönlich gesehen hat Bitterlich Elisabeth